Führungskommunikation. Lassen Sie uns mal drüber reden. Und wenn wir drüber reden, dann vor dem Hintergrund, dass sich Management über die Jahre unglaublich verändert hat. Verändert hat, und der Ralf Volkmar hat es eben ja schon mal an einer Stelle angesprochen, als hier wirklich massive Entwicklungen gelaufen sind, die gar nicht mal Berater getrieben, sondern durch veränderte Organisationen hervorgerufen wurden. Ich weiß noch genau, Symposien wie das unsere heute, Workshops, wenn Sie mal so 20, 23, 24 Jahre zurückgehen. Einer meiner Aufgaben als Moderator damals war immer zuerst die Aschenbecher rauszuräumen. Das war ganz normal, dass auf solchen Veranstaltungen geraucht wurde. Aber entscheidender war, dass, wenn Sie mal diesen Zeitrahmen nehmen von 20, 25 Jahren, dass damals Führungskräfte unter einem Bild antraten, das da hieß: Wir erzielen zusammen mit unseren Mitarbeitern Ergebnisse, und zwar positive Ergebnisse. Damals hießen die Mitarbeiter noch nicht Mitarbeiter, sondern Untergebene, aber im Prinzip war das so die Denke. Sie klingt sehr modern, war sie aber nicht, weil dahinter ein Rollenbild, ein Selbstverständnis von Führung und Führungsarbeit stand, das da hieß: Der Vorgesetzte als Vorarbeiter, also als jemand, der vorarbeitet. Ich habe viele dieser Führungskräfte kennengelernt, die waren exzellent, die waren fachlich höchst brillant und in der Lage, jede einzelne Aufgabe ihres Mitarbeiters mindestens genauso gut zu lösen wie diese. Mindestens. Das Problem war freilich, dass sich diese Rolle aufgrund der Veränderung von Organisationen einfach nicht mehr weiter leben ließ. Und ich weiß noch sehr gut, so in den 80er, 90er Jahren gab es einen Switch. Gab es eine Veränderung insofern, als nach wie vor Hierarchie, nach wie vor Mitarbeiter, nach wie vor alles darauf ausgerichtet, gute oder positive Ergebnisse zu erzielen, aber mit dem Novum jetzt, dass Führungskräfte bei ihren Mitarbeitern bewirken sollten, dass diese Ergebnisse erzielen.